Ich hatte bei Nintendo die Möglichkeit, das neue Pokémon Let's Go, Pokémon Schwert und Pokémon Schild, sorry, anzuspielen und möchte euch nur ein bisschen von dem Spiel berichten. Dazu zwei Sachen. Erstens, ich hatte leider keine Möglichkeit, das Gameplay aufzunehmen, weshalb das, was ihr hier seht, ist komplett anderes Gameplay. Was ich von mir vom anderen Video ausgeliehen habt, ich verlinke es euch aber in die Videobeschreibung, falls ihr das Originalvideo sehen wollt. Ja, das Video dauert auch nicht lange. Ich will einfach noch kurz ein bisschen meine Erfahrung zu Pokémon Schwert und Schild sagen. Ich konnte ja diese Demo anspielen, die ihr bei anderen YouTubern sicherlich schon gesehen habt. Wo man da an dem Wasser, wo es um die Wasserarena ging, wo man zuerst das Rätsel mit den Säulen losen musste. Also diese Wassersäulen, die da rauskamen. Und sobald man das gelöst hat, gab es den Arena-Kampf. Das ist also sagen, man hatte die ganzen Starter-Pokémons am Anfang eben da, die man auswählen konnte. Am Pokédex waren noch mehr Pokémons auch drin. Und den das Hasen-Pokémon, ich weiß gerade den Namen nicht, fand ich das selbst am sympathischsten. Das werde ich für seine daraus Starter nehmen, wenn ich dann mit Pokémon Schild oder Schwert dann anfange. Ja, ich verlinke euch auch das Video von Nintendo nochmal, falls ihr das Original-Gameplay sehen wollt, weil ich habe hier, wie gesagt, jetzt anderes Gameplay eingeblendet, weil ich fand Gameplay besser als gar keins. Genau. Ich hatte eben eine Wasserarena, wo es dann eben zuerst darum ging, da gab es ja diese Wasserfontänen und die musste man dann aushalten, indem man so diese Knöpfe betätigte. Das war eben so ein kleines Rätsel, die Arena im Ansatz haben so Rätsel und danach kam dann eben der Arena-Kampf und das war im Prinzip auch so die ganze Demo. Man muss sagen, es sah grafisch wirklich sehr schön aus und aber es ist halt einfach Pokémon, ne? Aber es sah grafisch wirklich sehr schön aus und freue mich dementsprechend schon sehr auf den Release. Ich habe es leider nicht aufgenommen, weil es sich jetzt zeitlich mal ausging, weil es hatte bei meinem Termin nicht mehr viel Zeit übrig. Da habe ich das Spiel nur noch so einfach ein bisschen gespielt. Hab auch ein bisschen dann mit einem Mitarbeiter da ganz nett von Nintendo unterhalten. Habe auch so gefragt, Pokémon Schwert erzählt, was referiert man, was ist besser. Jetzt sind das dann nur die legendären Pokémon, die es da unterscheiden. Und dann muss man überlegen, ob es mit Pokémon Schwert oder Schild holt. War aber trotzdem sehr interessant, die Demo anzuspielen, weil man einfach mal einen ersten Eindruck von dem Spiel bekommen konnte. Grafisch sieht es wunderschön aus. Und die Arena, das mit dem Rätsel war auch relativ leicht machbar. Es war ein bisschen tricky. Man überlegt, wo man es mal hingehen, damit sich diese Fontänen am besten aushalten, am besten irgendwie durchkommt. Aber das ging eigentlich relativ schnell machbar. Hab da 5 Minuten gebraucht höchstens. Dann hat es das Rätsel gelöst. Und dann bin ich auch in die Arena gegangen. Hab da ein paar Pokémons verbraten. Dann ging es aber auch relativ gut. Hat da irgendeinen Fehler gemacht, dass es irgendein Wasser-Pokémon auf Wasser-Pokémon losgelassen hat, was wohl nicht so eine sinnvolle Idee ist. Ihr seht, es bin in der Materie Pokémon immer noch nicht 100% drin, weil ich das Kind einfach kaum gespielt habe, die Serie. Es ist gefühlt einer der einzigsten. Habe mit Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ultramond, mein erstes richtige Pokémon-Spiel gehabt. Wenn man das so überlegt, das ist so ein krass. Ne. Naja, wir können trotzdem sehr gespannt sein. Und jetzt habe ich gerade, wie gesagt, ich habe das Video im Hintergrund von PC Games. Ich hoffe, das nehmen die mir nicht böse. Aber es verlinkt die in der Beschreibung und alles, dann müsste es passen. Aber ich wollte es einfach irgendein Gameplay zeigen, denke ich, besser als gar keins, ne? Ja, final kann man sagen, ich freue mich ein bisschen sehr auf Pokémon. Schwert und Schild auf den Release im November wird definitiv Let's Play. Ich bedanke mich dann ganz herzlich beim Zuschauen von dem kleinen Fazit. Preview werde ich nicht nennen, aber Fazit. Genau. Wie gesagt, ich rate euch, das Video von Nintendo anzuschauen, von jemand anders. Die haben wirklich Gameplay davon, aber es wollte nicht das von Nintendo nehmen. Weil die haben das auch nur abgefilmt und das finde ich ehrlich nicht so schön. Genau. Das war's mit dem Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute. Ich bin raus und ciao!